Nämlich ein, ja, es gibt ja von Gronkh und seinen Minecraft-Aktionen gibt es ja so ein eigenes Wikipedia, wo man sozusagen alles nachlesen kann, was irgendwie stattfand, in welchen Folgenabschnitten und so. Wenn er das hinbekommt über meine Traummap, dann kriegt er auch einen Admiral. Und jetzt ist er Da gleich brauche ich still. nichts zu schreiben. Es läuft nur katastrophal bei Wapfisus. Jesus, dein Traum ist bald 2 Jahre alt. Da tut sich kein Mensch freiwillig an. Tja. Ist die Frage, wie ernst das ha ha den Admiral haben möchte, ne? Eben, genau, Man das sagt ist ja der Wort Punkt. Schweiß, da ist es fertig. Ich habe doch gerade alles in einem Wort beschrieben, oder? Katastrophal. Ich habe gerade auch alles in einem Wort Ja, beschrieben. aber du Das ist Wahnsinn. verstehst den Sinn des Wikipedias nicht. Man kann ja katastrophale Stromanbindung, katastrophale Landerweiterung. Nein, nein. Katastrophal, bla bla. Katastrophal heißt Abrisos. Ah, Leute, was habe ich mir mit euch angetan? Im besten Fall nichts Gutes. Aber mal nebenbei was anderes. Wenn wir schon in so lustiger kleiner Runde hier sind, kann ich ja mal auch anbringen. Habe ich ja mitbekommen, dass es neue Welten hier bei dir, Mac Scharf, gibt, bei deinem Capture the Sponge. Oh ja, die haben alles gegeben, ja. Okay, weil jetzt ist ja Ostern. Da könnte man sich ja überlegen, einen Abend auch das zu streamen, zum Nein, Beispiel. danke. Ne? Und die andere Option wäre, dass man ja nochmal nach Lachen machen könnte, aber Version 2.0 mit ein bisschen stille Post da drin. Gibt es Och, auch eine schade. Ja, ich Steuerung? habe gedacht, du schlägst vor, wir besetzen mal wieder einen Faktorio-Server auf. Ja, näher, bring eine Idee, was dann das Ziel in dem Factorio-Server ist und ich mach den. Noch ein neues Teil. Das Ziel, in dem sie deine Traum-Map nachbauen. Das schafft ihr nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Server das aushält, weil alleine hier in dem EZL schwirren ja hier 22.000 Drohnen aktiv rum. Also das schafft ihr Also nicht. dann setzt man einen starken Server auf, der wo sowas aushält. Dann spende mir mal 1.000 Euro, dann mache ich das. Tja, Kann ich ja, machen, ich warte immer noch auf meine 5000 Euro. ja. Nein, oder? Es gibt Dinge, die vergisst er einfach nicht, ne? Nee, ne? Völlig unberechtigt. Die Enzyklopädie Traumopia ist fertig. Traumapa. Was? Ich hab ein kaputtes Kreuz, das kostet auch was, also bitte. Also so schlecht, also das Stromnetz ist nun wirklich nicht mehr katastrophal, mal ganz ehrlich. Das ist vollkommen stabil. Das ist katastrophal. Nee, das ist stabil. Hat man letztens, dass das Tier 100.000 Dass das Stromnetz, habe ich ja vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Sessions mittlerweile hier erweitert mit den Zweien hier. Und seitdem läuft auch mein Ist das jetzt letzte Session? Notstrom-AKW nicht mehr zu 100%. Hier die oberen Reihen, die sind alle abgeschalten. Also das läuft. Jetzt also Strom habe ich genug. Und ich baller ja hier ständig Speedmodule irgendwo noch rein. Also von daher nimmt ja der Stromverbrauch. Was? Wie viele Speedmodule brauchst du noch insgesamt? 468, 466 jetzt gerade. Und ich habe Produktion von 7 die Minute, 8 die Minute. Also, rechne mal aus. Also noch 40 Tage. Ja, komm, ne? Also die Stunde sind 269 und ich habe hier, ja, 500 knapp, in dem Sinne 2 Spielstunden und die sind alle durch. Aber nur wenn du keine Fabriken bauen musst, musst du Speedmodule noch einbauen musst. Ach, ich doch nicht. Ich doch nicht. Ja, mich kennt, Deswegen muss ich ja jetzt weiß. sagen,
bau doch erstmal deine Bahnschienen aus. Ja, da habe ich ja auch habe ich mir auch schon was überlegt. Ist ja nicht so, dass ich hier komplett unüberlegt bin. Deswegen wandere ich ja auch schon hier hoch. Übrigens, so wie es aussieht, hast du wieder einen Stau an. Hier, ne? Ne? Ja. Ja. Ja, ich habe mir auch ein anderes Kreuzungsdesign ausgedacht. Bloß ich will das, bevor ich hier unten das umbaue und wirklich mein Hauptkreuz damit sabotiere quasi, will ich es erstmal hier oben umbauen. Weil das ist weniger kritisch als das da unten. Und auch solche Sachen wie diesen Zug hier will ich dann mal zurückschicken, weil den brauche ich dann in dem Moment hier nicht mehr. Das Landfill kann ja gerne hier oben bleiben, aber der Rest soll mal weg, weil ich den Platz da auch brauche. So, ansonsten, wenn wir eh schon am Durchgucken sind hier, ein schönes EZL. MacSharf, da kannst du ja mal sagen, wie viel Millionen hast du auf deiner Map gelagert? Ich habe 18 Millionen Roheisen bei mir gelagert. Ach, das ändert sich doch tagtäglich. Was ändert sich tagtäglich? Die Menge bei mir oder bei dir? Nee, bei mir. Tendiert gegen null oder ich weiß nicht. 90 Millionen oder so. Ja, MacSharf, ich habe dir schon mal angeboten. Deine Map ist eigentlich eine geile Map mal zum Zeigen, ne? Musst du mir bloß mal Ja. einen Zeitpunkt sagen, wo es dir genehm ist, und dann machen wir das. Aber die wird ja nie fertig, ne? Also Es ist ja geht doch gar nicht immer. ums Fertig. Es geht erstmal grundsätzlich, bei deiner Map ist ja nicht das Interessante, das Fertig, sondern die Story, wann du angefangen hast, wie die Entwicklung war über die verschiedenen Factorio-Versionen. Das ist ja eher das Interessante bei dir. Was da immer noch drin ist, ne? Also die erste Fabrik ist noch da neben den Richtig, das weiteren ist es ja. Entwicklungen, ne? Das Also. ist es ja, weil die meisten bauen ja ihre alten Fabriken ab und bauen dann nur noch die neue. Und Ich habe viel zu faul für. du hast da halt ein anderes System drin, ja. Und das ist doch das Interessante, mein Gott. Warum soll man das auch nicht mal zeigen? Ja, bei Gelegenheit. Das sagt er auch schon seit Monaten. Bei Ich war ja Gelegenheit. auch schon wieder 2 Monate nicht mehr drin. Nachdem, wie lange hast du gebraucht, um die auf die aktuelle Version hochzupatchen? Oh, hör auf, das war schon scheiße. Vor allem ein richtiges Safe-Game zu finden, irgendwie. Ja. Da ging es auf die Minuten. Ja, das war schon eine krasse Sache, ja. So, Aber jetzt erstmal muss. müssen wir mal gucken hier. Capture the Sponge, so ein bisschen. So, Jo hat auch echt eine geile Map gebaut, Okay. dass die mal lauffähig ist. Also, hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe den Server so weit vorbereitet, dass die dann auch spielfähig wäre. Okay. Können wir jetzt eigentlich mal einen Test am Lauf machen, wenn das so hoch ist. Von Spawn Protection. Gucken, wie viel ich hier wegreisen Müsste muss. mir noch die neue Version schicken, ne? Ach nee, habe ich da gerade dein neues Kreuz gesehen? Ja. Ja, dann wenn ich die neueste Version schicke. So, Ich passt. wollte eigentlich noch Loot 23. Habe ich doch Ja, das aus ist dem jetzt halt. Gedächtnis Ich würde heute eh heraus. nichts mehr machen. Aus dem Gedächtnis heraus doch das Richtige hier Nein, ich habe dir nicht die Loot zusammengeknibbelt. 3 geschickt. Das heißt, ich bin soweit ziemlich V3 voll. habe ich. Die wollte Wenn ihr jetzt doch da. über Yogaming und MacSharf, wenn ihr jetzt über Dings diskutieren wollt, entweder ich gehe hier aus dem Channel oder ihr, weil sonst denkt das doch ein bisschen Dann ab. schmeißen die raus. Wir schmeißen dich raus, genau. Gut, Ich gehe jetzt okay. die Baustelle Ihr raus. fandet meinen Ich Witz nehme am mich Anfang eh nicht witzig. Bäh. So, oder jetzt muss ich hier bloß mal gucken, nebenbei. So, Matt ist abgeschickt. Fragt mich nicht, warum ich das bin, ich bereits getan. Danke. Ja, das hast du eigentlich drin lassen. Warte mal. Ich könnte doch dafür. Ich habe doch hier noch einen unfertigen rumstehen. Oder? Ja, die sind alle drin. Muss ich mir überlegen, wie viel brauche ich dafür denn im Zweifel?
1500 Schienen nur. Ja, das geht doch. Was könnte ich hier alles rausschmeißen? Ich könnte hier ein bisschen aufräumen. So. Ich da ist echt zweimal drin. Ne, immer mit grün und immer so. Hm. Verstehe. Heißt, ich mache mir hier im Blau Pausenbuch. Oder? Ölfer, ja, wenn falsch. Lampen. Zug, Tiss. Ja. Weil ich brauche hier Platz. EZL. Zack. So. Passt. Jo. Das war das ganze Schmelzen mit uns Thema hier, aber auch. Du hast ja schon ein Buch. Ja, für die Ölfabrik. Für die Ölfabrik. Das sind nur die ganzen Teile für die Ölfabrik. Hier ist quasi dann mein Blaupausenbuch für Endgame-Fabrik, nenne ich es jetzt mal. Endgame-Fab. So. Warum hat es los? Deiner Blaupausen-Effekt war toll da. Das kann eigentlich auch weg. In was habe ich Verteiler? Was meinst du, Jürgen? Effektverteiler, jeder seine Blaupause hat einen Effektverteiler zeigen. Der das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, vor allem der kommt aber auch ein bisschen schlecht rüber. Der leckt ein bisschen. Ja. Yo Gaming. Ich liebe mein Discord. Keiner liebt Discord. Das sagt der, der seinen eigenen Teamspeak-Server hat. Der ist natürlich immer dagegen, das ist klar. Richtig zocken gibt's halt nichts Besseres, ne? Test. Das hört sich schon besser an. Einfach Eingabegerät gewechselt. Discord. Das ist dann schon ein bisschen besser, ja. So, zu deinen Blaupausen. Du hast gleich so eine Schwefelölfabrik. Wieso packst du ja kein Schwefel-Icon daneben? Oder eine Kovarix-Anreicherung. Dann packst du dann, keine Ahnung, das Symbol von Anreicherung hin. Das sind ja mehr Klicks, mehr Arbeit. Richtig. Dann musst du aber nicht immer lesen, was dein Icon Dude ist. Das musst du dir ja nicht mal benennen, das macht dann gleich viel weniger Klicks. Zack, 100 davon. Leere Fässer brauche ich eigentlich auch nicht. Zack. So. Jetzt gucken wir mal. Warte ich mit in die Anforderung. Da. Zack. Davon brauche ich auf jeden Fall mehr. Ich reiße. Also ich habe mir jetzt in meiner Fabrik die Anreicherung von Uran mal gestoppt. Die Kobrex-Anreicherung, weil ich denke nochmal, knapp 3 Millionen gutes Uran langt erstmal eine Weile. ja, das stimmt. So, hier von den Munitionsgedöns brauche ich eigentlich auch 0 mittlerweile. Zack, weg damit. Hat auch nicht lange gedauert, bis ich die Zahl zusammen hatte. Echt? Ja, ich lasse ja jetzt hier Uran gar nicht mehr anliefern, das
Wahrscheinlich hast du eine größere Umwandlung noch. Aber bei mir. Ja, habe ich. Sind es 75.000 vom Guten momentan. Ich weiß jetzt auch nie, warum ich mehr brauche. Meine Anreicherung ist ungefähr doppelt so groß wie dein Lager unten. Okay, krass. So, ich verbrauche die Stunde 800 von dem guten Uran-Brennstäben und 43 vom guten Uran. Da komme ich, glaube ich, eine ganz, ganze Weile hin. So. 43? Naja, okay. Ja, was denn? Das ist jetzt nicht so viel, würde ich mal sagen. Stunde. So, jetzt kriegt man das. Ich verbrauche in meinen Kraftwerken 2000, also 2000 Brennstäbe in der Stunde. Okay. Das ist so sowas auswendig weißt. Wahrscheinlich habe ich deswegen sagen, weil ich gerade bei mir Factorio offen habe. Das wollte ich sagen. Der weiß das nicht auswendig. Der hat die Map offen. Nicht jeder kann seine Map so auswendig kennen wie du, Mac Scharf. Mal ein bisschen einschleimen. Ich verlaufe mich ja ständig auf meine eigene Map. Ja, genau. Und von daher, Mac Scharf weiß, dass ich das ironisch gemeint habe. Wieder leer gelaufen. Okay, dann laufen wir erstmal weiter hier rüber. Dann aber stell dir doch die Sichtbeiderteile gebaut. Wenn die Kreuzung hier dann steht, kann ich hier das Landfill auch weitersetzen. Und dann kommt der Zug von hier oben runter. Aber ich mache jetzt nie hier die lange Strecke hier rüber, wenn ich hier oben einen Zug dann rüber baue. Das muss nicht sein. Bau erstmal der Landfill unten weiter, bei deiner Kreuzung. Das wird noch gebaut. Weil das kommt hier immer mit einem Supportzug an, immer so 200-300 Landfill. Das macht der ja. Ja, genau, 200-300. Das ist in ein Hub weg. Ja, das ist ja nicht mein primäres Ziel, hier jetzt unbedingt hier die Kreuzung hinzusetzen. Das ist deins, ich weiß, aber ich habe hier noch andere Probleme. Ne? Da muss ich priorisieren. Weißt du, bei mir ist das halt nicht so einfach, wie bei dir vielleicht auf deiner Map. Oder nein, ich muss schon ewig weit fahren, um Ressourcen überhaupt anzuschaffen. Ja, wenn man halt keinen EZL hat, ne? Ich glaube, keiner außer du hast sowas. Ja, weil. Selbst mit dem EZL müsste ich ewig weit fahren, um Ressourcen anzuschaffen. Ja, aber wenn du das EZL von Anfang an gemacht hättest, wie ich, sobald das möglich war. Dann wäre es jetzt auch leer. Er will damit sagen, dass er zu faul ist, die ganzen Waren anzuschaffen. Das stimmt nicht ganz. Ich bin ja nicht zu faul. Ich lasse es bloß. Nein. Anton. Ach so. Wenn Lager leer, hat er verkackt. Ganz einfach. Wenn Lager leer, dann wird einfach eine neue Bahnstrecke zum nächsten Eisen gelegt. Und damit hat sie es. Oder Kupfer, was ich halt gerade brauche. Ich muss dir sagen, die roten Punkte fehlen mir so ein bisschen. Wenn ich auf deiner Karte gucke, sehe ich ganz wenig rote Punkte. Ja, ich weiß. Bei dir, du siehst den Boden schon nicht mehr vor roter Punkten. Mm. Das ist mir bewusst. Aber bei mir ist es halt nicht ganz so krass. Hier sieht man ja gleich erstmal wieder einen Angriff. Wie hoch ist denn bei dir eigentlich mittlerweile die Evolution? Stimmt. Wird knapp bei 100% sein, würde ich sagen. Evolution. Na, da haben wir es doch. 98,93%. Wieso? Naja. Was heißt denn hier? Naja, deine ist wohl nicht so hoch, hä? 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 Ja.
Vor allem bei mir ist die Umweltverschmutzung auch höher. So, und warte, jetzt gebe ich den letzten Satz aus dem Stream zurück an dich, Feigling.